Ja, herzlich willkommen, Herr Professor Pelzer. Europa am Scheideweg heißt eine Reihe, die das Literaturhaus Heilbronn vor über 2 Jahren geplant hat. Endlich können wir sie durchführen. 4 Abende, beginnend mit Aleida Aßmann am Montag, den 22. November. Europa am Scheideweg, vor 2 Jahren war die Situation eine völlig andere. Den Brexit gab es noch nicht, Pandemie gab es auch noch nicht. Nun haben wir die Situation in Belarus. Was können wir an diesen 4 Abenden erwarten? Ja, das Thema Europa am Scheideweg könnte aktueller nicht sein. Neben der globalen Corona-Pandemie steht natürlich Europa vor großen Herausforderungen im Moment. Und 2 Problemfelder scheinen mir doch wichtig zu sein. Das erste ist natürlich die Krise des Rechtsstaatsprinzips, also Stichwort Polen und Stichwort Ungarn. Und die zweite große Krise, die wir jetzt haben, ist eine Migrationskrise, die aber letztlich zu einer Legitimationskrise führen kann in Europa. Das ist ein Stresstest für Europa, den es bestehen muss, wenn es weiter bestehen will. Und wir sehen ja Europa aus verschiedenen Perspektiven an diesen 4 Abenden. Aleida Aßmann, die Kulturwissenschaftlerin und Anglistin, wird sich dem Thema ja vom Nationenbegriff her vermutlich nähern und das Narrativ Europa, was macht Europa aus? Hans-Ulrich Gumbrecht, der in Stanford lehrt, wird Europa von außen beleuchten. Gibt es einen Mythos, der überholt ist, in Anführungszeichen? Navid Kermani hat eine Reise gemacht durch Europa, er wird es eher erzählerisch machen, und Karl Schlögl wird das Narrativ aus russischer Sicht oder russischer Perspektive eher beleuchten. Was können wir insgesamt erwarten? Heilbronn als Großstadt im Mittelpunkt, im Zentrum Deutschlands. Es gibt verschiedene Szenarien, was Europa tun muss, tun soll, um diese Krisen, die Sie gerade angesprochen haben, zu bewältigen. Was können wir von diesen 4 Abenden insgesamt erwarten, für die Allgemeinheit hier auch weiter zu denken? Ja, das Format unserer Vortragsreihe ist natürlich ambitioniert gewählt. Es sind namhafte Wissenschaftlerpersönlichkeiten, die nach Heilbronn kommen und sozusagen über den Befund, den wir eben gemacht haben, reden werden. Was wichtig sein wird, Heilbronn hat sozusagen eine merkantile Ausrichtung. Und hier käme sozusagen eine notwendige geisteswissenschaftliche Zusatzergänzung hinzu. Mit der Etablierung des Literaturhauses in Heilbronn ist ja schon mal ein erster Schritt getan. Und vielleicht könnten wir auf diesem Wege weitermachen. Interessant finde ich, dass wir Wissenschaftler eingeladen haben, die Europa aus verschiedenen Perspektiven betrachten werden. Frau Aßmann eher von innen, denke ich. Sie hat auch sehr viel zur Erinnerungskultur gearbeitet. Dann natürlich Herr Gumbrecht aus einer amerikanischen Perspektive. Herr Kermani, der aus einem Tagebuch-Reisebuch vorlesen wird, wird eher sozusagen die östliche Hemisphäre am Rande Europas beobachten. Und zum Schluss der Osteuropäer Karl Schlögl, der die russische Perspektive, sozusagen die russische Sicht auf Europa beleuchten wird. Wir haben sozusagen also viele Facetten eines vielleicht neuen Europabildes. Und das interessierte Publikum, die Bürgerinnen und Bürger in Heilbronn, haben die Gelegenheit, diese prominenten Leute hier einmal live zu erleben und auch sozusagen ihre Aussichten zu erfahren. Ja, vielen Dank. Kommen Sie unter die Pyramide der Kreissparkasse Heilbronn. Am 22. November geht es los mit Aleida Aßmann und am 29. November mit Hans-Ulrich Gumbrecht. Uns allen schöne und vor allem erkenntnisreiche Diskussionsabende. Vielen Dank.